Ich heiße euch wieder willkommen zurück zu Let's Play Sly Raccoon. Und wir müssen hier noch mehr weitere Level betreten, damit wir dort hinten durch dieses Röhrchen klettern können, die voll mit Blitzen sind. Zwar brauche ich noch einen Schlüssel, aber da ich möglichst systematisch vorgehen will, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal in dem ersten Bereich alle Level durchspielen. Ist ja eigentlich relativ schnell gemacht und ganz spaßig. Nein, siehst du das Maschinenrad? Wenn mich mein Wissen über Mechanik nicht trügt, verursacht der Einsatz einer signifikanten rotierenden Drehkraft maximale Geschwindigkeit und so ein positives Ergebnis. Du meinst, es passiert was Gutes, wenn ich das Rad nur schnell genug drehe? Hatte ich das nicht gesagt? Doch, das hatte Bentley gesagt, Sly. Wenn wir hier auf diesem Rad laufen, kommt da dieser Fahrstuhl runter und damit können wir nach oben fahren. Und die weiteren Level da hinten betreten. Nämlich das Höllenfeuer. Das hört sich ja mal voll gefährlich an. Aber so gefährlich ist das ja eigentlich gar nicht. Solange man sich nicht blöd anstellt und in die Lava da unten stürzt. Die Temperatur hier drin ist viel höher als normal. Auweia, das sieht auch ganz schön feurig aus. Es soll aufpassen, dass ich nicht in das Feuer gerate. Und mir fällt auf, dass ich im letzten Part kein einziges Mal Schaden genommen habe. Ja, das ist doch mal beeindruckend, finde ich. Dafür, dass das Spiel eigentlich gar nicht so einfach ist. Aha, da oben ist ja noch eine Flasche. Ich glaube, dass ich sie oft vergesse. Oh, es gibt sogar noch einiges zu finden hier. Dann schaue ich mich hier in diesem einen Bereich erstmal genau um, damit ich hier ja keine Flasche vergesse. Sehr schön. Gibt es hier noch irgendwo eine Flasche, wenn doch mal die Kamera bitte mal nicht so rumspinnen würde. Ja, jetzt habe ich Schaden genommen, aber dafür konnte ich nichts. Weil die Kamera hängen geblieben ist. Erstmal alle Öfen schließen, genau. Fliegt mir da nicht runter, Sly. Ja. Und ihr fragt euch, was das L1-Symbol heißt. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, dann kann ich nochmal Tipps zu bestimmten Passagen hier anhören, falls ich vergessen haben sollte, wie man was macht. Klingt komisch, ist aber so. Ja, das hier ist jetzt ein bisschen komplizierter. Man muss dann nämlich am Rad drehen und dann zum perfekten Zeitpunkt gegen so einen Haken springen, während sich dieses Teil noch schnell dreht. Das macht natürlich jetzt etwas seltsame Geräusche, aber dagegen kann ich nichts machen. Und los! Ich finde die Idee zwar cool, aber ich habe schon eine Weile gebraucht, bis ich dann den Dreh raus hatte hier. In Ordnung. Dann suche ich mir doch am besten mal einen Weg nach oben. Ich glaube, da komme ich hin, wenn ich hier entlang gehe. Denn eine andere Möglichkeit sehe ich hier nicht. Also, Sly, schön nach oben klettern. Und deinen Stock will ich schon mal gar nicht anfassen, wenn du den schon Mund nimmst. Den kann man nicht zerstören. Und hier scheint auch keine Flasche zu sein. Schwingen uns mit Hilfe dieser Rettungsringe oder was auch immer das sein soll hinüber. Ich glaube, das sind Rettungsringe, oder? In meinen Augen sehen das einfach aus wie Rettungsringe. Oh, die Flasche ist fies. Wenn ich da nämlich runterfalle, darf ich natürlich wieder alles hochlaufen. Aber wenn die es von mir so verlangen, dann mache ich es auch. Schnell! Ja, dieses Geräusch ist wirklich ein bisschen seltsam. Aber so machen Generatoren halt nun mal. Generatoren machen nun mal Lärm, wenn sie Strom erzeugen. Ist halt so. Sorry, kann ich nichts machen. Solange wir hier nicht in einem Elektrizitätskraftwerk sind, in der es so laut ist, dass man sein Gehör verliert. Aber das ist ja zum Glück nicht der Fall. Wir sind ja hier im Höllenfeuer, wo wir uns eigentlich den Hintern verbrennen sollten. Alle Öfen geschlossen. Ich glaube, oh, die gehen tatsächlich wieder auf. Ich war nämlich nicht sicher, ob die auch wieder aufgehen nach einer Zeit. Ja, noch 3 Mützen, wir bekommen einen neuen Glücksbringer. Dann habe ich wieder den goldenen Glücksbringer. Dann habe ich wieder 2 Chancen, Mist zu bauen. Oh, die Flasche ist ein bisschen mies da oben zu bekommen, denn was war das eben, Sly? Wieso bist du da eben hinten stecken geblieben? Na, wenigstens hat mir das kein Leben abgezogen. Nein! Mist! Ja, jetzt seht ihr, jetzt wird schon richtig schwer. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich das am besten anstellen soll. Erwischt. Ist da hinten irgendwas versteckt? Ich glaube eher nein. Das sieht mir eher zu
ungeeignet für ein Versteckhaus. Nein! Verbrenn dir ja nicht nochmal den Hintern frei. Das sehe ich nicht gerne. Wir haben schon bald eine Flasche und ich glaube, dass ich jetzt auch alle finden werde. Okay, da hinten ist noch eine. Ist unter dem Haufen noch eine? Nö. Immer schön alles kaputt machen. So kommt man immer schnell an Geld dran. Und ihr habt es vielleicht im letzten Part schon bemerkt, wenn ich alle Glücksbringer habe, nochmal 100 Münzen sammeln, dann bekomme ich einen extra Leben dazu. Das, denn dieses Spiel hat leider Versuche. Und wenn ich 0 Versuche habe und Game Over gehe, muss ich den ganzen Level von vorne machen, ohne die Checkpoint. Ja, das ist ein bisschen gemein. Ich darf hier nicht in die Scheinwerfer geraten. Sonst verbrenne ich mich. Ja, da kommt her. Wo ist die Sirene? Ich will sie zerstören. Oh, wir haben alle Flaschen gefunden. Und das Safe war ja ganz am Anfang des Levels versteckt. Manchmal sind die Saves ziemlich mies versteckt, kann ich euch sagen. Deswegen werden wir jetzt noch gleich nochmal kurz in den Level reingehen und den Safe öffnen. Und zu sehen, was wir eine neue Fähigkeit bekommen. Denn ich glaube, dass ich hier noch nie wirklich alle Flaschen gefunden habe, denn musstest du da jetzt unbedingt runterspringen, Sly. Und dafür bin ich nicht verantwortlich, der ist von alleine runtergesprungen. Der läuft immer automatisch aus den Leveln raus. Zumindest möchte ich bitte nicht nochmal sehen, Sly. Du bist doch der Meisterdetektiv, also darfst du dich auf keinen Fall blöd anstellen. So ist aus, kann man die Level auch auf Zeit spielen, aber ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, noch optional. Da war zumindest ein Sanduhr-Symbol, aber ich weiß nicht, wie man das aktiviert. Hier vielleicht? Nö. Okay. Dann geben wir doch mal den Code ein. Und laber nicht wieder so viel. Fünf, sieben, neun. Der Code ist richtig, jawoll! Du hast mich nicht verarscht, Bentley. Was bekommen wir dafür? Interessant. Die schnelle Waschbärenfluchtrolle der alten Sally Cooper. Ah, man sagt, die schnelle Waschbärenfluchtrolle. Schneller rollen als jene andere. Ich finde diese Fähigkeit nicht so nützlich. Ich mag den Hechtsprung lieber. Ja, schön die Visitenkarte hinlegen, damit jeder weiß, dass Sly hier war. Also, das ist die Fähigkeit. Da kann ich ja einfach nur noch so komisch von mir hinrollen. Und auch schlagen offenbar, aber ich mag den Hechtsprung lieber. Da fällt es mir etwas einfacher, die Gegner anzugreifen. Gibt es hier im ersten Bereich noch irgendwo ein Level? Ja, da oben ist noch ein Level. Das sollten wir natürlich auch noch schnell machen. Damit wir dann in den nächsten Bereich fortschreiten können. Oh, da ist ein Glücksbringer da drin. Das hole ich mir. Oh, schön. Irgendwie hat sich die Vibration von meinem Controller aufgehängt. Nur ihr hört es nicht, weil die Vibration relativ schwach ist. Ich muss den Gegner schlagen, damit ich das behebe, denn ich weiß nicht, warum manchmal meine Vibration am Controller hängen bleibt. Und tschüss! Ich kann die alle mit einem Schlag hauen. Im zweiten Teil ist das nicht einfach, da stecken die mehr ein, aber da sollte ich mich auch an den Rand schleichen, sie am besten einzugreifen, damit ich sie one-hitten kann. Aber vielleicht spielen wir irgendwann ja mal den zweiten Teil. Das ist auch ganz gut. Aber etwas schwieriger und ein bisschen laggy, meiner Meinung nach. Also dann zerstören wir doch mal alles, was wir in die Finger kriegen. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Nö. Oh. Diese Ratten hat's erlischt. Raleigh hat anscheinend den ganzen Laden vermint. Fängt an, dir Spaß zu machen. Kapierst du nichts, Sly? Wenn du auf den Teppich trittst, kannst du das mit dem Meisterdieb vergessen. Dann bist du eine super Dartscheibe. Warte eine Sekunde. Was, wenn ich zum Schutz in das Fass springen würde? Ich weiß nicht. Sieht ziemlich riskant aus. Und sehr ungesund. Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja. Es gibt leider keine andere Möglichkeit, als in dieses Fass zu springen, um da über den Teppich zu kommen. Denn sonst wären wir instant death gekillt.
Außer wir haben Glücksbringer. Aber wir können diese Teile auch zerstören, das ist das Gute. Dann dürfen wir auf den Teppich treten. Zum Glück respawnen sich die Gegner hier nicht. Nur sollte aufpassen, dass ich das Fass nicht zerstöre oder mich damit verbrenne, sonst ist das Fass weg. Und das wäre absolut gar nicht gut. Na, weiter geht's. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Und der Aufzug fährt einfach wieder hoch. Als ob. Als ob ich nicht weiß, dass das keine Globen sind. Ich verstehe leider kein Wort, Bentley. Red nächstes Mal ein bisschen lauter. Ja, wenn er uns hier anstrahlt, dann müssen wir Oh, Mist. Der sieht uns. Nein! Ich bin tot. Tja, das passiert, wenn man stirbt. Man fängt entweder am letzten Checkpoint ein und wenn man keinen Checkpoint hat, dann muss man den ganzen Level von vorne beginnen. Deswegen sollte ich schauen, dass ich am besten hier alles einsammle. Oh, die armen Ratten, habt ihr gesehen, wie sie zerfetzt wurden? Und ich dachte, das wäre ein Kinderspiel. Aber nein. Grüner Schmodder kommt raus, wenn man die Ratten besiegt. Das ist ein bisschen widerlich. Weiter im Text. Ich springe jetzt einfach mal runter, das geht ein bisschen schneller. Ich finde die Geräusche lustig, wenn das so auf Zehenspitzen geht oder sich rumschleicht. Oder wenn er entlang rutscht. Da war, glaube ich, ein Versuch, oder? Schön. Oh nein! Der hat uns gesehen. Siehst mich nicht. Und tschüss. Wenigstens ist mein Fass noch am Leben. Aber wenn es zerstört ist, dann wird diese Mission hier ein bisschen schwieriger. Und ein Glücksbringer. Und da oben ist gleich noch einer. Ich hoffe mal, dass ich da auch irgendwie rankomme. Oh, die Flasche habe ich wenigstens erwischt. Ich glaube, dass ich so darüber komme. Ja. Her mit dem Glücksbringer. Dankeschön. Und weiter. Nicht erwischen lassen. Oh, da bleibt, so wie es aussieht, da stehen. Deswegen kletter ich einfach mal da drüber und brat ihn eins über. Ich liebe es, Sachen in Videospielen kaputt zu machen. Habe ich echt mal ein gutes Gefühl bei der Sache. Oh, jetzt sind's feurig. Auf keinen Fall mit dem Fass da reinlaufen, sonst ist es weg. Und hier oben gibt es ja wieder ein paar Flaschen zu holen. Und zwar eine ganze Menge sogar. Wie hier auch. Nö, keine Flasche. Sorry. Schaffst du das, Lei? Nein! Mein Fass! Aber ich kann noch da drin laufen, so wie es aussieht. Aber ich glaube, das ist jetzt... Nö, es hält noch. Sophie, ich weiß, kann das doch verbrennen, das Fass. Aber ich glaube, nur wenn man noch einmal in das Feuer reinläuft, dann ist das Fass, glaube ich, wirklich weg. Aufzug nach oben, bitte. Gut. Ich habe das Gefühl, dass man da irgendwie rauf kann. Das sieht so verdächtig aus. Aber Sly will nicht, also geht das auch nicht. Achtung. Kanone. Und hinfort. Vorsicht vor den Scheinwerfern. Los, nicht reinlaufen, Sly. Das kennst du ja. Wer baut eigentlich solche Leiter? Hä? Wer baut eigentlich Leiter so blöd hin? Und das ist übrigens ein Safe da hinten. Das heißt, wir haben schon mal den Safe dieses Levels gefunden. Oh Mist, wir sollten natürlich auch nicht zu viel Lärm machen. Nein! Als ob mich seine Kotze Ziel sucht. Habt ihr das gesehen? Als ob das geht. Schön Gas geben, Schlei, aber ganz vorsichtig. Hm.
Es wäre natürlich besser, wenn ich den Heini zuerst killen könnte. So, tschüss. Jetzt kann ich mir das ganze Geld hier holen. Ich glaube, ich kann das Wasser gar nicht so schlagen, aber ich dachte, dass das geht. Dann ist ja gut, aber ich glaube... Na gut, mit dem Fass komme ich, glaube ich, noch drüber, oder? Aber eigentlich brauche ich es ja jetzt nicht mehr. Zwangsweise. Oh, da ist ein Secret. Da kann man nämlich das Regal aufheben, hier nochmal ein paar Flaschen holen. Eieieiei. Man kann da übrigens raufklettern. Oder auch nicht. Zumindest so kommt man rauf. Ich dachte, man kann da immer an diesen Seilen raufklettern. Da unten sind die letzten drei Flaschen. Ich sehe sie. Gut, dann können wir uns die nächste Fähigkeit schon gleich in diesem Level holen. Ganz vorsichtig. Jawohl, ja. Heureka. Das war ein bisschen seltsam, dass du gerade so komisch hängen geblieben bist, Schlei, aber... Wir wollen uns jetzt endlich die neue Fähigkeit im Safe holen. In der sich eine Seite des Buches des Meisterdiebs wieder befindet. Im Englischen hat das Buch des Meisterdiebs außerdem voll einen komischen Namen. Da heißt er nämlich Tiefius Reckoness, oder wie man das ausspricht. Ich weiß, Bentley. Hallo. 242. Recht einfallsreicher Code. Ist ja gar nicht schwer zu knacken. Hm. Hätte ich auch so rausgefunden. Oh. Hier sind die Baupläne von Raleighs gesamtem Unternehmen. Gibt's keine Fähigkeit oder was wird das? Ja, ich kann die Daten direkt in deinen Sichtkommunikator schicken. Oh, ist ja keine richtige Fähigkeit. Wir bekommen die Möglichkeit, jetzt Hinweise zerbrechliche Objekte in unserem Sichtkommunikator anzuzeigen. Genau, so macht man's. Also, wie setzt man den nochmal ein? Ja, hier werden uns normalerweise zerbrechliche Objekte angezeigt. Hier, diese ganzen drehenden Dinger da, die ihr seht. Das kann uns ein bisschen bei der Suche nach weiteren Flaschen helfen. Okay, dann holen wir uns den Schlüssel und verlassen den Level. Es gibt hier nichts mehr weiter zu tun, außer nochmal an den ganzen zwei Dingern da vorbeizukommen. Du sollst zerstören. Nicht draufsitzen! Vergesst es. Ihr habt keine Chance gegen mich. Also dann holen wir uns den Schlüssel und raus hier. Jetzt haben wir im ersten Bereich ein Level abgeschlossen und können nun durch die Röhre da kriechen. Dann erreichen wir das zweite Gebiet dieser Welt, bevor wir dann den Endboss Relay herausfordern können. Also dann los. Und jetzt müssen wir nur noch dieses Titan zerstören. Das gibt eine ganze Menge Kohle außerdem. Und zack, können wir durch die Röhre durch. So ist es gut. Erstaunlich! Nach meinen Berechnungen hatte ich geglaubt, dass du den Generator nicht ausschalten kannst. Ich war nie so gut in Mathe. Nun, hier kommt eine echte Aufgabe. Es gibt einen Weg hinauf zu Rileys Versteck. Aber leider ist er zum Scheitern verurteilt. Du willst mir nicht sagen, dass ich mich selbst aus der Kanone schießen soll. Tut mir leid, das ist der einzige Weg. So gefällst du mir. Du machst mir echt Angst, Mann. Jedenfalls, um in das Ding hineinzukommen, musst du alle 7 Schatzschlüssel von Raleigh stehlen. Also worauf warten wir? Zeig mir endlich diese Holo-Dinger. Du meinst meine holographischen Markierungen? Ja, ja. Und ich setze alles daran, durch eine Kanone gejagt zu werden und das Buch des Meisterdiebs meiner Familie zurückzustehlen. In Ordnung, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Also im ersten Bereich haben wir ja schon 4 Schlüssel gesammelt. Das heißt, uns fehlen noch ganze 3 Stück, damit wir diese Kanone hier freischalten können und uns zum Endboss dieser Welt katapultieren können. Oh, da unten ist ein ziemlich schweres Minispiel. Da muss man nämlich sozusagen die ganzen Schatztruhen zerstören, bevor die ganzen Krebse sie klauen, aber sehen wir es uns einfach mal selbst an. Ab ins U-Boot mit uns. Und tschüss. Das wird kein Spaß. Aber der Soundtrack ist geil. Hast ihn gefunden, Sly. Hier lagert
Komm zum Ende, Bentley. Ich will endlich Schatzdrohnen zerstören. Der viele Dialog nervt mich zum Teil ein bisschen. Ich hab's kapiert. Du willst doch nur mein Let's Play unnötig in die Länge ziehen. Seht mich an, ich bin ein Helikopter, der unter Wasser schwimmt. Wuhuhu. Dürfte ich jetzt loslegen? Danke. Ja, das ist die Schwierigkeit hier. Ich muss die ganzen Schatzdrohnen hier zerstören. Jedoch wollen mich die Krebs davon abhalten, indem sie einfach so eine Schatztruhe mit in die Röhre nehmen. Und wenn schon eine Schatztruhe gestohlen wurde mit Erfolg von den Krebsen, dann muss ich das ganze Minispiel von vorne beginnen. Vergesst es! Das dürft ihr nicht! Ich erlaub's euch nicht! Ich hoffe, dass ich das am besten schon fürs Teil schaffe, da das ziemlich frustrierend ist, wenn man es nicht schafft. Vergesst es, du Krebs! Auch wenn du schon die Schatztruhe hattest. Nein! Nein! Vergiss es! Nein, nein, nein! Boah! Gerade noch mal gut gegangen. Hey! Hä? Ich hab den doch abgeschossen! Das ist Betrug! Hä? Ihr habt's doch gesehen! Ich hab ihn abgeschossen! Das ist aber nicht nett! Los! Mach sie platt! Alle! Ich hab euch doch gesagt, dass das schwer ist! Ich hasse es! Los, Lai, mach sie platt mit deinem U-Boot. Dad. Dad. Wir müssen auch ein bisschen auf die Geräusche achten, denn die können uns schon teilweise verraten, was da vor sich geht, falls wir nicht drauf achten können. Aber wenn wir dieses Meh hören, dann hat ein Krebs wieder eine Schatztruhe stippitzt und zieht sie ins Rohr zurück. Oh, das war echt knapp eben. Komm schon. Haha. War nichts für dich übrig. Komm schon! Nein! Blöder Krebs, du wolltest mich ehrlich aufhalten eben. Vergiss es. Vergiss es. Die Schatzkontrollen gehören alle mir. Oh komm, vergesst es. Wir haben es ja gleich. Nein! Ach, das ist unfair. Habt ihr gesehen? Wie soll ich denn drei auf einmal abschießen? Das geht doch gar nicht. Deswegen hasse ich dieses Minispiel so sehr, aber ich muss es auch leider machen, um weiterzukommen. Das ist leider Pflicht. Ich kann das nicht auslassen. Das ist ja das Fiese. Denn man muss wirklich alle Level erfolgreich abschließen, damit man weiterkommt. Da gibt es keinen Ausweg. Also gut, Sly, streng dich dieses Mal bitte etwas mehr an. Momentan sieht's ja ganz gut aus. Einfach mal alle Kisten zerstören. Das sollte doch einfach sein, Sly. Allerdings nicht, wenn drei Krebse gleichzeitig die Kisten haben, dann kriege ich sie nicht mehr, denn die laufen verdammt schnell in ihre Röhren zurück. Seht ihr? Und ich habe auch das Gefühl, dass sie immer schneller werden. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie immer mehr werden, aber die werden immer schneller, habe ich das Gefühl. Auch. Nein, 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 nein. Finger weg von den Kisten. Ach komm, Finger weg. Das sind meine Kisten. Ich weiß nicht, ob ich mich besser zuerst um die Krebse kümmern sollte, denn das könnte vielleicht ein bisschen einfacher sein. Und auch wenn es immer mehr Kisten werden, wird es nicht einfacher dadurch. Denn dann werden es auch mal mehr Krebse. Ja, die werden offenbar tatsächlich schneller, die Krebse. Komm schon, die letzten zwei Kisten. Yes. Und euch mache ich noch schnell platt. Vielen Dank für den Schlüssel. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dass wir diesen Part für heute beenden. Wie findet ihr denn so das Spiel? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr Spaß dran habt, dann würde ich mich auch über einen Like und ein Abo freuen. Und wenn ihr es mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, tschüss!